Hallo Volks und willkommen zurück zu einem neuen Projekt, und zwar Hoods of Pasha mit ein paar Tipps und Tricks zum Beginn. Let's go in! Wenn man hier am Anfangsbildschirm ist, ist alles auf Englisch. Wenn man die Sprache umstellen auf Deutsch, muss man hier auf Deutsch gehen. Also auf Sprache, und dann kann man hier auf die Sprache einstellen, die man will. Deutsch, Spanisch, Französisch oder Portugiesisch, und wir nehmen Deutsch. Und die Schriftart Pixel Operator. Die Einstellungen kann man hier machen. Musik, wie Liter. Bla bla bla. Und hier Dauer eines Tages kann man umstellen, und das kann man nur hier im Anfangsbildschirm. Wenn man im Spiel auf Einstellungen geht, kann man das nicht verstellen. Ich stelle hier auf 20 Minuten und dann starten wir doch ein Spiel. Ihr einen Namen gegeben. Bis. Und bis. Zustimmen. Körperbau. Hautfarbe. Wir sind eher der Hauttyp. Augenfarbe grün. Tätowierungen. Machen wir ohne. Visur. I don't like blondie. I like red hair. I don't get some two. Greed. Farbe 2 zu Kelly. Wir fahren auch ohne Schuhe. Und ohne Hut. Und Start. Silvesterabend. Unser erster Winter in diesem Land ist fast vorüber. Der Clan kehrt vom Berggipfel zurück. Wo ist die Zeit geblieben? Kaum zu glauben, dass dein Initiationsritus so bald ist.
Es fühlt sich immer noch so an, als hätten wir dich erst gestern gefunden. Ich wette, du wirst das coolste Totem von allen haben. Vielleicht. Ich spüre, dass etwas in dir anders ist, sogar jetzt schon. Ich will nicht, dass das Winterfest vorbei ist. Ich bin noch nicht bereit, ins Bett zu gehen. Ich bin einfach erkältet. Man hört es vielleicht ein bisschen. Meine Nase ist zu. Eine weitere Geschichte, bitte, bitte. Na gut, nur noch eins. Erzähl die Geschichte, wie wir hierher gekommen sind. Ich mag die Art, wie du sie erzählst, wie du es erzählst. Damals, als die Sommersonne noch unsere Haut wärmte, es war an der Zeit, den Tag für den nächsten Initiationsritus auszuwählen. Huak, unser großer Schamane, fragte die Geister und bekam eine seltsame Antwort. Ihr müsst euch bewegen, forderten sie. Kein normaler Mensch sollte jemals die Geister befragen, aber unser Huak ist kein normaler Mensch. Warum? Fragte er. Du musst einen Baum weit im Osten finden, sagten die Geister. Hier wartet nur Gefahr auf dich. Aber wir wussten nicht, dass es im Osten Pacha-Bäume gibt. Das brachte unseren Anführer in ein schwieriges Dilemma. Reisen wir in unbekannte Länder oder riskieren wir den Geistern nicht zu gehorchen? Aber es gab eine Sache, auf die er sich immer verlassen konnte. Der Clan. Wir haben alles eingepackt und sind gelaufen. Wir sind gelaufen und gelaufen. Bald fingen die Blätter an sich zu verfärben und wir hatten immer noch keinen Baum gefunden. Wir reisten durch die Savanne und wussten nicht, wie weit wir noch gehen konnten. Unser Schamane ist stark, aber nicht unfehlbar. Könnte er einen Fehler gemacht haben? Als wir unser Lager aufschlugen, die Erde erschüttert. Der Boden ächzte fürchterlich, als die Bäume umzustürzen drohten. Es bestand kein Zweifel, dass dies ein starkes Zeichen war. Aber wofür? Der Weg, den wir gekommen waren, war versperrt und der Winter war zu nah, um umzukehren. Dann tat der Clan, was er am besten konnte. Wir haben zusammengearbeitet. Einige bauten unsere Häuser, während andere Nahrung für den Winter sammelten. Huak hat sich von der Gruppe entfernt. Als sie seine Abwesenheit bemerkten, folgte Wombisiowa ihm in einen nahegelegenen Wald. Unser Schamane war verzweifelt. Wie konnte er alle dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen, nur um in einem fremden Land gefangen zu sein? Aber dann sahen sie es. Wir waren zu Hause. Und guten Morgen, unser erster Tag. Omi und Opi. Gut, dass du aufgestanden bist. Es ist endlich Frühling. Ich weiß, es ist eine andere Idee, aber ich glaube, es wird funktionieren. Wir können hier auf diesen Feldern Lebensmittel aus Wildsamen anbauen. Sie müssen nur ein wenig aufgeräumt werden. Oder eine Menge. Igrorok. Ich wünsche, ich könnte mir mit dir da draußen sein, aber meine Knochen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich bin sicher, du wirst den Weg finden, um zu helfen, Igrorok. Das tust du immer. Danke, Schwester. Und Geschwister. Das denke ich auch.
Also, also. Wir beginnen mit WASD. Da haben wir unsere Samen, unsere Samenbüttel, unsere Werkzeuge. Im Moment haben wir noch nicht so viel. Beiträge, die wir abgeben. Kalender. Unsere Ausdauer. I ist Inventar. J ist Journal. Und M ist Karte. Wie den anderen Meisterspielen. Und da haben wir unsere Toolbar. Der erste auf der Farm. Finde Pflanzen. Mit Rechtsklick interagieren und da haben wir eine neue Saatsorte. Saat gut sammeln. Benutze eine Handaxt, rode die Felder und fliege den Boden, um das Land der Bepflanzung vorzubereiten. Wähle eine Saat in deinem Saatgutbeutel aus und pflanze sie auf den bearbeiteten Boden. Wähle die Wasserhaut aus deinem Werkzeuggürtel und bewässere deine Pflanzen. Fülle deinen Wasserschlauch bei Bedarf an einer Wasserquelle auf. Nach ein paar Tagen wirst du deine Ernte ernten. Anfangs pflanzt du die Samen von Wildpflanzen und etwas von Pflanzen auf deinen Feldern. Jawohl. So. Ja, dann noch bei mir mit dem Laufen will. Im Moment sind wir hier, wir können entweder mit Klicken wechseln, wenn man E drückt und das Rad. Und im Moment haben wir nur die Handaxt, Wasserschlauch und eine Fackel. Entschuldigung. Wir können mit Scrollen. Scrollen kann man wechseln. Oder wenn man jetzt auf dem Werkzeug ist mit Tab, kann man auch wechseln. Tab. Aber da haben wir ja nur Trübelsamen im Moment. Und wenn man auf der Hotbar ist, kann man dann, wenn man dann mehr Gürtel hat. Nein. Pflanzen, lalalala. Wenn wir jetzt nicht. Aber wir gehen zurück auf das Werkzeug. Und hier haben wir noch Oregano. Man kann einfach drauf bleiben, man muss nicht klicken die ganze Zeit. So, ja, dann machen wir mal hier. So, dann gehen wir auf unser Samenbüttel. Wir haben zwei Rührli-Damen. Wir gehen zurück. E. Und. Also, Map. Auf der Map sieht man hier die ganzen Dinger. Die Leute. Hier kann man Leute aussuchen. Und dann kann man sie anklicken. Und dann zeigt es einmal, wo sie sind. Und wenn man Zeug gefunden hat. Wenn man hier mit der Maus an den Rand geht, kann man die Map verschieben. Zoomen kann man nicht. Jetzt sehen wir, dass wir hier Rüebli gefunden haben. Und die Map wieder zu. Und gehen jetzt auf unsere Handaxt und dann latschen wir da mal ein bisschen rum. Um mit dem Angeln zu beginnen, stell dich ins Wasser und benutze deine Handaxt.
Bewege den Mauszeiger über den Fisch, um das Minispiel zu aktivieren. Fahre weiter mit dem Mauszeiger darüber, um die Balken darunter zu vergrößern. Der untere Balken zeigt die Wahrscheinlichkeit an, diesen Fisch zu fangen. Du kannst dein Glück jederzeit versuchen oder warten, bis der Barren voll ist. Wenn der Fisch dich sieht, schwebe außerhalb des aktiven Kreises, bis der Alarm aufhört. Andernfalls wird der Fisch wegflitzen. Ja, gemeinsam arbeiten. Also, dann machen wir doch das gerade mal. Und so einen kleinen Teich. Und dann kann man da drauf mit der Maus, muss dem Fisch folgen. Wenn der weg seid, muss ich aus dem Ring raus und dann wieder drauf. Und jetzt kann ich nach oben. So, neuer Fisch. Du hast Igelfisch entdeckt. Nein. Escape. Einen haben wir. Grob. Er ist der Jäger des Clans. Und da ist Verwandtschaft. Daril. Ich brauche nur noch ein paar Tage. Dann habe ich den Weg zurück in die Savanne frei. Das ist der Chef. Chin, du kannst Chin als der Anführer des Clans. Er war derjenige, der nach Suak-Rat gefolgt ist und in dieses neue Land gekommen ist. Tare, seine Partnerin, Mana, sein Kind und Nock, sein Sohnemann. Nock ist mit dem Kochen beschäftigt. Ich dachte, dass er vielleicht einen Speerspitze anbieten möchte, so wie ich es für meinen Initiationsritus getan habe. Ja, komm, ich will noch einen Fisch. Weg. Jetzt sieht man, da haben wir schon gefangen gehabt. Jetzt zeigt es an, dass es ein Igelfisch ist. So. Ah, da sind noch mehr Karotten. So, Umi. Du kennst Mairi als deine Adoptivgroßmutter und die Frau, die das Wetter beobachtet. Wetterkundlerin. Igrok in Brütsch und wir als Adoptivkind. Ich habe eine Blume mit dieser vor langer Zeit vor meinem Initiationsritus angeboten. Der Apfelblüte. Der morgige Tag wird etwas Besonderes sein. Ich kann es spüren. Die Sommerblüte. Nehmen wir die auch gerade noch mit. Gehen wir da wieder auf unser Abbüttel. Zurück. Am Anfang ist es kein Bier, wir sind hier zum Wasser, zum Auffüllen. Verlieren wir ein bisschen Zeit. Da ist das Hauptzelt. Ah, schau, da ist Tare. Du kennst Tare als die Lebensgefährtin des Clanführers, die sämtliche Feste organisiert. Es gibt so viel zu tun, wir werden viele Beiträge brauchen, wenn wir in diesem neuen Land erfolgreich sein wollen. Wenn du drei verschiedene Gegenstände beisteuerst, wäre das sehr hilfreich. Wohlstand, Beiträge. Hachas sind dafür bekannt, dass sie zusammenarbeiten. Als Mitglied dieses Pacha-Clans wird von dir erwartet, dass du zu seinem Wohlstand beiträgst. Du kannst jeden Tag einen Beitrag in die Box des Pacha Herd werfen. Es liegt etwas in der Luft. Der ist ein Einzeltopf in der Luft. Beiträge kannst du zum Tauschen mit deinem Clan verwenden. Es ist die Art und Weise, um jedes Mitglied die Arbeit des anderen wertzuschätzen. Clan-Beiträge. Wohlstand der Summe beträgt den Rest des Clans. Das ist eine Art Entlohnungssystem. Um weiter auszubauen, heisst die Idee die Leute. Und es zeigt daran, was sie für Grundmaterialien wollen und wie viel Beitrag, dass es braucht. So, gemeinsam arbeiten. Trage drei verschiedene Gegenstände bei.
Und dann kann man hier direkt drauf. Und dann haut sie es gerade rein. Oder. Man klickt auf den Kessel und dann kann man mit Drag und Drop oder mit X. Mit X kann man schnell einen Übertrag machen. Schwätzen wir mal mit allen. Du kennst Dairi als das, die Erzieherin des Clans. Sie liebt es, ihnen die Welt zu erklären. Ich verstehe nicht, warum Grob mit nicht eine Pause vom Abholzen des Waldes machen kann. Ich bin sicher, Wuhak kann seine Hilfe gebrauchen. Du kennst Yuk als ein Schneider, der seiner Mutter Izu hilft, den Clan einzukleiden. Ich muss mir überlegen, was ich bei der Zeremonie anziehen werde. Wahrscheinlich das. Ibon. Du kennst Ibon als die Schwester des Musikers des Clans. Sie liebt es auch zu musizieren. Akre, Bauer, Arbeiterin. Er ist der Baumeister, Schwester und Brütsch. Er will das Angebot von Gelrod nicht kopieren, aber sonst passt nichts. Schaut mal an, das ist Gelrod. Du kennst Gelrod als der Musiker des Clans. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Mal wieder Verwandtschaftsgrad. Für meine Initiationsritus habe ich mein erstes Instrument angeboten. Bei meinen vielen Talenten war es schwer, sich zu entscheiden. Oh. Du kennst Mana als die Tochter des Anführers, die Nachfolgerin werden will. So, ich bin für harte Arbeit, aber noch hat schon ein Gericht gemacht. Ich weiß nicht, warum er immer noch drinnen ist und kocht. Da haben wir den Kalender, man sieht noch nicht so viel. Da ist im Frühling, dann kommt da Sommer, Herbst und Winter. Das wird dann noch weiter ausgebaut, mit Ideen. Mit Rechtsklick kommt man die Optionen, entweder dann wird da gewisse Sachen essen, und zwar im Angebot die Haare. Du bist ja. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du etwas gegen Koch und den Zielen tauschen möchtest. Ja. Tanzen? Im Moment können wir noch mit niemandem tanzen, weil zu wenig gut befreundet sind. Ist der Nock? Du kennst Nock als der Sohn des Anführers, der lieber in der Küche als vor Publikum steht. Kochen entspannt mich, versuch Kompott zu machen. Ich habe schon 5 gemacht. Okay. Du kannst am Pacha-Herd kochen oder in deinem Haus, wenn du eins gebaut hast. Ledertopf, bla bla bla. Die Rezepte hängen Geräten ab, die du hast. Du kannst weitere Utensilien von Tare bekommen und sie werden verfügbar, wenn dein Clan wächst. Wähle ein Rezept aus und erfülle die Voraussetzungen, um etwas zu kochen. Gehen wir her, kochen, Kompott, alle Baumfrucht. Blam. Unser erstes Rezept, Kompott. Nahrung. Mein Vater deutet immer wieder an, dass ich morgen eine Speerspitze an.